Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Exosong to Minecraft. Hier im Farben bunternde Couleure. Und ihr seht, irgendwie bin ich gerade ganz schön nackig. Ich habe gar keine Items. Was ist denn hier los? Ja, als ich irgendwie angefangen habe mit der Aufnahme, war ich nochmal kurz AFK gewesen. Und dann wurden alle meine Gegenstände zerstört, geklaut. Ja, von den Viechern da vorne. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich mir erstmal kurz hier rette. Ja, das ist jetzt ziemlich dumm gelaufen. Komm, du hässlicher Creeper. Ja, also wie gesagt, ich bin gestorben. Ich hatte ja Level 52 gehabt und das ist gerade sehr ätzend, weil ich jetzt kein Level 52 mehr habe. Das heißt, ich wollte ja eine Menge verzaubern und jetzt habe ich meinen Level 52 nicht mehr. Guckt mal, ich habe nur noch Level 2. Ich habe nur noch mein Level 2. Ja, zumindest habe ich irgendwie meine Gegenstände gerettet. Das ist ja schon mal eine Menge wert. Ja. Ganz großes Kino. Ganz großes Kino. Ich bin fast nörgelig, muss ich sagen. Ja. Das ist aber sehr doof gelaufen. Ja, ja, ja. Also Regel Nummer 1. Wenn man eine Aufnahme starten will und Technik eingepegelt hat, sollte man nicht unbedingt kurz mal AFK gehen, weil man biologischen Geschäften nachgehen will. Nein! Man sollte dann am besten nochmal vom Server runter. Ja, das ist natürlich jetzt doof gelaufen. Jetzt fehlen uns 50 Level. Ja. Na gut, soll mir jetzt nicht allzu sehr peripherieren. Wir haben ja jede Menge Kühe und da können wir nochmal Level machen. Schon ärgerlich doch, hä? Boah, das geht mir richtig gerade auf den Derb. Gut. Da hilft kein Jammern, da hilft kein Zetern. Ich brauche... Ja, was wollte ich denn überhaupt machen? Es ist gerade so, ich habe nicht nur die Level 50 verloren, ich glaube, ich habe sogar ein kompletter Brain Reset. Ja, ich wollte das Kirchenschiff noch weiter ausbauen, weil es ein bisschen schicker wird. Ja, da war aber was gewesen. Gut, dann gehen wir mal nach oben. Denn was so ein Tod verursachen kann. Gut, wie machen wir das im geschicktesten Sinne? Das heißt, wir nehmen uns einmal die Erde hier raus. Und die Musik kann ich jetzt hier gerade gar nicht gebrauchen. So, die ist besser, ja. Wir waren tot. Jetzt sind wir aber wieder lebendig. Ja. Dann wäre ein Ding, wenn das in the real life auch so gehen würde, dann so Zombie-like mäßig. Ja, ja. Ja, Exos hat ganz gruselige Klinge gemacht. Was hat er denn gemacht? Er war tot. Und dann ist er wieder rumgelaufen, ja. Wie machen wir das am besten? Das ist ja gerade sehr schwierig zu entscheiden. Aber wir machen das mal so. Wie machen wir es? Oh Gott, das klingt auch ein bisschen komisch. Wie machen wir es? Ohohoho. Ja, wie machen wir es? Das ist manchmal echt so die Frage, die ich mir stelle. Wie machen wir es? Kurz und schmerzlos. Das ist immer die beste Methode. Kurz und schmerzlos. Damit kann man leben. So. Wir machen es kurz und schmerzlos. 1, 2, 2. Ich suche gerade was. Hier haben wir sie. Nee, das ist Blödsinn. Warte mal. Hier. Die sind doch ganz nett. Genau. So. Hä? Versteht schon, was ich meine. So, da haben wir eine dazwischen frei.
Wir haben eine dazwischen frei. Das heißt dorthin. Aha. Ihr versteht die Mechanik. Das heißt, hier kommt auch nochmal hin. Aha. Bis dahin. So. Karibikmusik wieder. Yeah. Dann kommt hier einer hin. Einer so. Dann kommt wieder ein dicker hin. Hey, das ist ja der dicke Hund. So. Boah, es geht mir gerade echt auf den Driss, dass ich tot war. Nur weil ich AFK war. Nee. So ein Mist aber auch. So ein Mist aber auch. Und das mir. Das könnte man sagen, das kann doch jedem passieren. Meine Güte. Was hat der Luzi mal gesagt? Ich bin Profi-YouTuber, mir darf das nicht passieren. Hat er gesagt. Ja, das ist nicht aus meiner Feder. Ach, Mann. Aber das sieht man, ja, das kann jedem mal passieren. Besonders dann, wenn man sich insgesamt am sichersten fühlt. Gut, Fackeln. Haben wir Fackeln da, ja. Ich habe sogar noch meine Enderperle behalten. Ja, ja. Ich habe sogar meine Enderperle behalten, ne? Ist ja auch mal eine Menge wert. So, jetzt habe ich ein Problem. Wie mein... Ho. Hä? Wieder mal. Doch, okay. So, damit haben wir das Kirchenschiff oben auch ausgeleuchtet. Und dann sieht das oben nicht mehr so kahl aus. So nach dem Motto, Karl der Käfer wurde nicht gefragt, aber naja. Wir hatten das Lied gesungen damals, Karl der Käfer. War der Karl da oder sowas? Irgendwie so Komiker war das eigentlich. Ja, Karl der Käfer wurde nicht gefragt. Ja. Machen wir auf diese Kreuzungspunkte, also da nochmal eine Fackel hin oder lassen wir das so? Bin mir gerade noch ein bisschen unschlüssig. Ah, ich glaube, das lassen wir. Ich war zwar tot, aber trotzdem bin ich gerade wieder glücklich. Oh, das ist ja. Wie sieht denn das aus, wenn man hier vorne. Erde? Gerade den ganzen Tag. Welches Spiel war das gewesen? Genau. Lands of Lore 3. Loser. Müsst ihr mal unbedingt spielen. Und wenn er dann irgendwelche Gegenstände aufhebt, anklickt oder so, dann macht ihr mal. Müsst ihr echt verweilen. Das kann man stundenlang machen. Das ist so bekloppt. Gut. Hier möchte ich noch was reinbringen. Und das machen wir mal. Da geht die Sonne schon wieder unter. Da geht die Sonne unter. Ja, aber ich suche was. Boah. Alter, hier ist ganz fein. Haben wir hier keine roten Rosen oder sowas? Tonnenweise? Mann. Minecraft ist nichts für meine Nerven. Ich bin schon viel zu alt für den Scheiß hier. So. Nur noch mal ein Kaninchenfell, können wir mal hier rein machen. Mohn haben wir, Mohn. Ja, Mohn ist da auch nicht verkehrt. Mohn? Roter Farbstoff, danke sehr. So, dann wollen wir mal kicken. Theoretischerweise wollen wir mal zu den Schaffen gehen. Und da hätten wir noch Mammon. Nehmen wir den mal mit. Da werden wir bestimmt noch so einiges benötigen. Könnte auch mal einfach so Knochen sammeln.
und aus den Knochen Knochenmehl machen und aus den Knochen Mehl dann Pflanzen machen. Aus den Pflanzen mache ich dann Warum? Warum ist da so ein Skelett? Ich weiß es nicht. Irgendwie liebt mich das Spiel gerade. Das so nach dem Motto, wir kriegen dich, oh Nexus. Da kannst du machen, was du willst, eh? So, gucken wir mal, ob wir hier unten auch noch was rotet haben. Wuppdiwupp, jetzt hier runter. Und ja, hier haben wir unten zwar was rotet, aber das Rote möchte ich natürlich gerne hier drin lassen. So, das machen wir mal sicherheitshalber hier die Tür zu. Da sind Steine, da sind keine Mondpflanzen drin. Hier hätten wir eine Moon. Keine Moon. Der da Moon? Ne, ich auch nicht. Hier ist nochmal ein Moon. Moon, 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 Moon. Da ist alles leer. Ich sollte echt mal wirklich, mal so ein richtig sauberes Lager machen, bevor ich irgendwie ein neues Projekt anfange. Da steht schon mal die meine, ey. Die Rötsteine. Ja, die Rötsteine. So, Mohn. Mohn, 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 roter Farbstoff. 19 Dinge. Na, ob das reicht? Ob das reicht? Ich weiß es nicht. Guten Morgen. Vor allen Dingen das Schärfste, wenn ich mal so reinschaue. Warte mal, Enter. Nee, wie war das? E? Nee, Quatsch. Escape? Mann. Tabulator? Wie ging denn Chat hier auf? So, genau. Guckt mal da rein. Dein Bett wurde blockiert oder zerstört. Das war sowieso die schärfste Meldung. Von was wurde bitte mein Bett blockiert oder zerstört, ey? Weil ich hatte ja im Dorf geschlafen. Ja? Und ich habe da nie ein Bett abgebaut. Also, schon ein bisschen komisch. Gut, Wolle. Wolle, Wolle, Wolle. Wir machen mal die Wolle hier hin. Wir machen mal das hier hin und holen mal raus und haben mal 19 Blöcke. Na, ich hoffe, dass die reichen. Ich hoffe, dass die reichen. Wenn nicht, dann muss ich echt mal gucken, wie ich das noch hinkriege. Ich laufe immer noch so komisch. Ich kann auch mit der Ester-Ging-Taste rennen. Hier, guckt mal. Ester-Ging-Taste. Stricken-Taste. Und mit der Stricken-Taste kann man rennen hier. Funktioniert ja auch mal ganz gut. Gehen wir mal an den Kuhlitzen hier vorbei. Hallo Kühe. Ja, ihr seid demnächst nochmal dran, ne? Habe ich so entschlossen. Weil ich will ja trotzdem noch auf jeden Fall, ja, was wollte ich machen? Genau, Verzauberung. Aber dazu muss ich noch was bauen. Oh, wow, 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 wow. Und ich muss ja auch noch die Kirsche noch weiter bauen. Ich bin ja noch gar nicht fertig. Ja, das ist ja das Fiese. Ich bin ja noch gar nicht mal fertig. So, machen wir bis dahin. Ich weiß gar nicht, wie viel ich brauche. Wenn ich das wüsste. Wenn ich das wüsste. Na ja, wir schauen mal. Wir schauen mal, wie weit wir hier vorankommen. Ach, das sieht gar nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus, oder? Oh, oh, knappes Höschen. Also, das ist gar nicht was. Das ist jetzt absoluter Zufall. Das ist jetzt absoluter Zufall, dass das genau erreicht hat. Es ist ja. Also, man kommt hier rein, kommt auf den roten Teppich. So, dann kommt man hier hin. So, hin, wollen Sie bla bla bla. Nein, ich will nicht. Und, genau, so. So, da oben war noch Erde. Ja, das war jetzt aber Glück, dass das bis dahin gereicht hat. Wirklich Glück. Gut, der Innenbereich der Kirche ist soweit. Okay. Aber er ist noch nicht fertig. Jetzt kommen noch Fenster rein. Und danach, ihr ahnt es. Ja, und danach kommt, ja, noch weiter.
Dann kommt ja noch die Außenplatzierung der Kirche. Ach du Schande. So, jetzt machen wir erstmal diese Lampen hier weg. So. Und dann muss ich mal kicken. Wie machen wir das hier dummerweise? Machen wir zwei da ran. Und wir machen mal zwei hier ran. Wir müssen ja noch irgendwie so eine, naja, Ausleuchtung hinbekommen. So, das ist der Yang. Den machen wir auf der Höhe. Und da ist der Gang und dann machen wir auf der Höhe. So, okay. Dann haben wir einigermaßen hier ausgeleuchtet. Funktioniert, passt, wackelt, hat Luft. Fenster. Eins, zwei. Ja, ich weiß es noch nicht ganz genau, wie ich die Fenster hier realisieren werde. Ich muss das nur ausprobieren. Man probiert sich ja stetig aus, kennt man ja. Und vor allen Dingen werden die Fenster auch bunt. Das heißt, ich brauche nochmal Pflanzen. Oh Gott, das wird nochmal richtig geil, ja. Oh Mann, ich sehe das schon kommen. Ich werd hier heulen wie ein kleines Baby. Das sehe ich jetzt schon kommen. Oh Mann, ey. Das wird nochmal die Hölle werden, ne? Halt. Erstmal noch bis dorthin. So. Ja. So, dann machen wir nochmal hier. Müssen wir mal überlegen. Ich denke mal, auf der Seite können wir auch. Boah, ich brauche eine Spitzhacke. Ja. Ich brauche eine Spitzhacke. Mann, was ich alle brauche. Also Sand habe ich ja hier noch. Also daran wird es nicht scheitern. Eine Farben wird es einfach erstmal scheitern. Das wird erstmal ein Problem werden. Haben wir irgendwo hier noch eine fertige Spitzhacke? Theoretisch ja doch, oder? Eigentlich müsste ich noch Spitzhacken haben, oder? Ja, eine. Eine haben wir noch. Oh yeah. So. Was essen? Und dann werden wir, ja, Folgendes machen. Aufnahme halt, weil hier ist die Aufnahme wieder dicht, weil die Aufnahme dicht ist. Wir sehen uns dann, ja, wenn ihr wollt, mögt, könnt und vor allen Dingen dürft, morgen wieder. In dem Sinne, euch alle einen schönen Tag. Ciao, ciao, bau, bau und mit V. Cheerio.